Hallo Elektronikfreunde, das ist ein Zusatzvideo hier zu diesem DDS-Funktionsgenerator. Und zwar geht es hier mal um die Qualität dieses Moduls. Also ich werde gleich mal am Oszilloskop die Ausgangsspannung zeigen, wie sie sich so darstellen in verschiedenen Formen und auch in verschiedenen Frequenzbereichen. Das Zweite ist, ich möchte eine Änderung hier vornehmen. Dazu komme ich dann am Ende nochmal. Und ich möchte auch nochmal den auseinandernehmen und zeigen, was hier auf der Platine von dem DDS-Signal Generator drauf ist. Also als erstes werde ich mal hier die Ausgangsspannung messen mit dem Oszilloskop und zeigen, was sich da so ergibt und ob das Ding überhaupt brauchbar ist. Ich habe jetzt den Funktionsgenerator hier an das Oszilloskop angeschlossen. Man sieht hier im Moment, der Peak-to-Peak-Value liegt bei ungefähr 10 Volt. Die Frequenz liegt bei 1 kHz und ich habe den Kanal auf DC gekoppelt. Das heißt, ich messe den Gleich- und Wechselspannungsanteil. Der Minvalue liegt bei 0, das heißt, im Moment ist kein Offset da. Und ich kann jetzt den Offset hier mal einstellen. Ich gehe so hoch und man sieht, er geht hier sofort in die Begrenzung da oben. Also das ist so, diese 10,5 Volt ist so im Moment das Maximum, was man einstellen kann. Ist aber vollkommen okay. Ich kann jetzt also die Amplitude jetzt mal runterdrehen. Also das funktioniert ganz gut. Und interessant ist natürlich, wenn ich jetzt hier mal die Zeit dehne, dann sieht man natürlich hier auch die einzelnen Schritte. Hier, ja, also man sieht hier wirklich Stufen, kann also genau sehen, wie das Signal hier digital erzeugt wird. Frequenz, also ich werde jetzt hier mal wieder runterdrehen, dass man das sieht. Ich werde mal die Frequenz jetzt erhöhen. Beziehungsweise ich werde erstmal eine andere Form darstellen, nämlich das Rechtecksignal. Das sieht auch soweit ganz gut aus. Es ist natürlich jetzt hier eine Anstiegszeit zu erwarten. Hier, die liegt bei, na, ich schätze mal so 50 Nanosekunden. Ja, es ist okay, sage ich mal, für einfache Dinge reicht es. Und es wäre also hier Rechteck und Dreieck. Sieht so aus, sieht also auch ganz gut nach einem Dreieck aus. Also hier sieht man sicherlich auch die Stufen wiederum. Ja, also kann man das ganz gut nachvollziehen. Okay, und jetzt werde ich mal die Frequenz erhöhen, meinetwegen auf 10 kHz oder so. Frequenz liegt jetzt hier ungefähr bei 10 kHz, hier unten sieht man es, also Dreieckform, und wenn ich jetzt mal umstelle, Sinusform ist auch noch da, Rechteckform ist auch noch ganz gut. Jetzt erhöhe ich mal die Frequenz auf 1 MHz. Das ist jetzt das Rechtecksignal bei 1 MHz, man sieht also schon deutliche Bögen hier beim An- und Abfallen der Flanke. Man sieht auch hier, es wackelt. Das ist also nicht so schön an sich. Die Anstiegszeit ist relativ hoch. Also es dauert relativ lange, bis er nach oben geht. Ich schalte jetzt mal um auf Sinus wiederum, auf Dreieck. Man sieht am Dreieck hier ist schon nicht mehr richtig spitz oben. Und Sinus ist aber noch okay. Das kann man noch so akzeptieren. Das Gerät geht ja bis 8 MHz, jetzt will ich mal auf 8 MHz einstellen, die Frequenz. Die Frequenz ist jetzt auf 8 MHz eingestellt, man sieht, die Amplitude ist auch runtergegangen, das ist natürlich auch nicht so schön. Und ich stelle jetzt mal um, wiederum auf, ja, das soll eigentlich ein Rechteck sein. Das ist schon ziemlich schlecht, muss man sagen, also das kann... Das wäre jetzt laut Anzeige ein Rechtecksignal und das ist natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Also bei 8 MHz ist da definitiv kein Rechteck mehr. Bei dem Dreieck sieht es so aus jetzt wie ein Sinus. Das ist eigentlich auch nicht sehr schön. Und ich werde jetzt mal so eine Frequenz einstellen, wo man sieht, wie das Rechteck sich entwickelt. Also ich gehe mal so auf 4, 5 MHz und stelle das mal ein. Also die Frequenz habe ich jetzt auf 4 MHz eingestellt, Rechtecksignal. Man sieht also, ein richtiges Rechteck ist es nach wie vor nicht.
Bei 3 MHz, naja, das ist eigentlich auch noch kein wirkliches Rechteck. Bei 2 MHz, das ginge vielleicht noch so, wobei natürlich hier auch die Anstiegszeit sehr lange braucht in diesem Frequenzbereich und er wackelt auch nach wie vor hier. Also bei höheren Frequenzen ist der Generator hier, was das Rechteck und auch das Dreiecksignal betrifft, ja, nicht besonders gut. Also man kann sagen, es ist eigentlich nicht mehr akzeptabel. Also bis 2 MHz kann man vielleicht noch gehen. Ich gehe noch mal eins runter. Bei 1 MHz, ja, geht es noch gerade so. Wackelt aber auch hier. Das ist natürlich sehr unschön. Aber wie gesagt, das Modul kostet, glaube ich, 39 Euro. Also allzu viel kann man da eigentlich dann auch nicht erwarten, dass es hochpräzise funktioniert in allen Frequenzbereichen und mit allen Kurvenformen. Das, was man jetzt hier sieht, ist der 50 Ohm Ausgang und ich werde jetzt mal umstecken auf den TTL Ausgang. Dazu werde ich das erstmal hier kurz abklemmen und auf den TTL Ausgang gehen. Die Frequenz ist nach wie vor die gleiche. Man sieht auch hier ja, relativ lange Zeit, bis er eben oben ankommt. Und was man auch sieht, TTL, hier in dem Fall sind nicht 5 Volt eben, sondern hier in dem Fall 3,6 Volt. Also das sind keine 5 Volt, wie man so vielleicht vermuten könnte, sondern eben nur 3,6, also für einen 3,3 Volt Bereich geeignet. Und das muss man natürlich dann wissen, wenn man jetzt diesen Funktionsgenerator dafür verwendet, um eine digitale Elektronik irgendwie zu takten oder so. Ich werde jetzt auch hier mal das Signal, die Frequenz erhöhen. Man sieht jetzt, also hier sind jetzt 2 MHz schon verfälscht. Bei 3 MHz ist es auch schon, ja, stark verfälscht. Und ja, ab 4 MHz sieht es aus wie eine Haifischflosse. Ja, also das ist natürlich jetzt nicht so schön. Also man sieht, dass dieses Modul, jetzt sind wir bei 8 MHz, eben für bestimmte Sachen nicht wirklich geeignet ist. Also gerade im höheren Frequenzbereich, ich sag mal ab 2 MHz, und Funktion Rechteck ist das kaum noch wirklich gut zu gebrauchen, aber für normale Anwendungen, wo man ein analoges Signal braucht, also Sinus, kann man es sehr gut einsetzen. Dies waren mal ein paar Hinweise hier zur Qualität des Ausgangssignals, einmal am 50 Ohm Ausgang und am TTL Ausgang. Ich möchte jetzt nochmal auf die technischen Details hier von dem Modul eingehen. Dazu habe ich das Modul ausgebaut und ich will mal hier Schritt für Schritt durchgehen, was hier so drauf ist. Also wir haben hier auf der rechten Seite, wenn man jetzt hier guckt, drei Spannungsregler und zwar zweimal den 34063 da und da und einmal einen 5 Volt Linearregler. Die beiden 34063 erzeugen zum einen 6 Volt und einmal minus 6 Volt. Und zwar für den Operationsverstärker, für den Ausgang nachher. Und hier der 5-Volt-Regler erzeugt die 5 Volt natürlich, und zwar für den Mikrocontroller hier. Der Mikrocontroller ist vom Typ STC10FC10. Und das ist so ein chinesischer Hersteller, das ist ein 8-Bit-Mikrocontroller, kann man kaum erkennen. Aber es gibt Datenblätter davon, kann man sich auch runterladen. Der Mikrocontroller ist nur dafür da, um die Anzeige anzusteuern und natürlich die Tastatureingaben abzufragen. Und man sieht hier die Leitungen, die gehen dann hier zu diesem Altera FPGA Max 2. Der wird mit 3,3 Volt betrieben und der Regler dafür ist hier. Also das ist hier der 3,3 Volt Regler für den FPGA. Dann haben wir noch einen Operationsverstärker und einen HC14 hier drauf. Der Operationsverstärker wird mit diesen plus minus 6 Volt betrieben, nachher auch für den Ausgang. Und deswegen kommt man nachher am Ende, das hatte ich ja vorhin gezeigt, auf ja, maximal plus minus 5,5 Volt ungefähr oder noch nicht mal. Ganz einfach, weil der hier mit plus minus 6 Volt betrieben wird. Das ist also die Ursache dafür. Ich habe mal die Stromversorgung hier aufgezeichnet, so in etwa wie es aussieht. Also wir haben eine Einspeisung hier von 12 Volt, dann kommen die beiden MC34063 Schaltregler. Der eine erzeugt plus 6 Volt aus dieser Spannung, der andere erzeugt minus 6 Volt.
Diese beiden Spannungen werden gebraucht für den Operationsverstärker, der da drauf ist. Das ist ein LMH6643 hier in dem Fall. Die 6,4 Volt werden eingespeist in den 5 Volt Linearregler. Die 5 Volt werden gebraucht für den Mikrocontroller. Aus diesen 5 Volt werden auch die 3,3 Volt hier erzeugt. Und diese 3,3 Volt braucht der Altera FPGA. Eine weitere interessante Sache, die man hier sehen kann auf dem Board, ist hier rechts neben dem FPGA sind hier so eine Widerstandsnetzwerk, also diese vier Stück. Und das ist praktisch das R-zu-R-Netzwerk für die DA-Wandlung. Das wird weitergeleitet dann an den Operationsverstärker und dieser wird dann weitergeleitet an den Ausgang. Und ich möchte mal ganz kurz das auf dem Stromlaufplan zeigen, den ich erstellt habe. Achso, und hier ist auch noch ein Filter. Also hier ist dieser typische Tiefpassfilter aus Spulen und aus Kondensatoren. Ich zeige mal kurz, was ich dazu aufgezeichnet habe. Das eine ist hier auf der linken Seite zu sehen, ist dieses R2R-Netzwerk. In dem Fall ist es ein 8-Bit-Digital-Analog-Wandler. Also der FPGA erzeugt hier diese mit 8 Bits ein analoges Signal letztendlich, dieses stufenförmige Signal, was man jetzt beim Sinus zum Beispiel gesehen hat. Und das wird hier weitergeleitet dann an diesen Operationsverstärker. Und was das jetzt ist, ist ein Differenzverstärker, denn er hat hier noch ein Offset, eine Offset-Einstellung. Das heißt, mit dieser Offset-Einstellung kann ich eben den Anteil sozusagen hier erhöhen, der hier rauskommt. Und durch diese Erhöhung stelle ich praktisch dann den DC-Anteil praktisch ein. Danach kommt hier ein Tiefpassfilter, wobei mir nicht ganz klar ist, wozu hier noch die Kondensatoren drin sind. Die sind parallel zu den Spulen. Weiß ich jetzt nicht, was der Grund dafür ist. Und im Anschluss daran geht es weiter zu einem invertierenden Verstärker. Man sieht hier, die Amplitude wird eingestellt durch den Rückkoppelwiderstand hier. Das heißt, damit stelle ich die Amplitude ein und der geht dann direkt über einen 51 Ohm über einen Schalter nochmal nach draußen. Also hier ist der Ausgang und dieser geht dann an den Schalter. Und dieser Schalter ist praktisch nochmal zur Dämpfung da. Das heißt, ich kann an dem Modul nochmal hier dort eine Dämpfung von minus 20 dB einstellen. Zum Schluss möchte ich nochmal auf eine Änderung kommen, die ich vornehmen werde. Und zwar geht es hier um dieses Netzteil, also dieses Netzteilmodul, das Original, was da mit bei war. Das Problem ist, dass dieses Netzteilmodul sehr stark zischelt. Also es macht Geräusche und das nervt. Und es ist hier auch offen. Gut, es ist vielleicht nicht so schlimm, aber es nervt einfach. Und ich werde das austauschen gegen ein Printnetzteilmodul des Herstellers Meanwell, und zwar nennt sich das Ding IAM 15-12, 12 Volt DC 1,25 Ampere, und das ist etwas kleiner als dieses Modul und das wird sicherlich nicht zischeln und das ist auch abgeschirmt und aus Kunststoffüberzug sozusagen, und das werde ich auf jeden Fall noch tauschen. Ja, das war so die Änderung hier an dem Gerät, die ich noch durchführen werde. Ja, das war es mal wieder hier zu diesem Funktionsgenerator und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.